Sie lassen sich von Gefahren und Grenzblockaden nicht abhalten. Hunderte Flüchtlinge aus Honduras und El Salvador sind in neuen Trecks auf dem Weg Richtung USA. Viele dieser Menschen aus El Salvador sehen in ihrer Heimat keine Perspektive mehr. Mein erstes Ziel ist, wohlbehalten in die USA zu kommen. Dann will ich dort arbeiten, um meiner Familie Geld nach El Salvador zu schicken. Und dann will ich darum kämpfen, sie nachzuholen. Hier in Agua Caliente an der Grenze zwischen Honduras und Guatemala kommt einer der Flüchtlingszüge ins Stocken. Die Polizisten hindern die meisten Menschen an der Weiterreise. Einigen gelingt es jedoch, durchzukommen. Bis sie ihr Ziel USA erreichen, müssen die Flüchtlinge noch ganz Mexiko der Länge nach durchqueren. Die massiven Grenzanlagen ihres Traumziels werden viele von ihnen wohl nicht überwinden können. US-Präsident Donald Trump sieht die Migranten aus Mittelamerika als, so wörtlich, Invasoren. Mit ihnen rechtfertigt er den Einsatz tausender US-Soldaten und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.